Kurz gehen die Lichter an auf der großen Freiheit. Für einen Moment Musik, dann Totenstille. Das Symbol dafür eine zerbrochene Discokugel. Olivia Jones inszeniert die Beerdigung des bunten Stadtteils St. Pauli. Viele stehen vor dem Abgrund. Wir waren die Ersten, die schließen mussten und werden auch die Letzten sein, die wieder öffnen können. Für uns gibt es kein Licht am Ende des Tunnels. Ich sage immer, ich schwimme hier in dem buntesten Korallenriff, das man sich vorstellen kann. Und ihr wisst, wenn so ein Korallenriff einmal stirbt, dann kann es lange, lange nicht wieder wachsen. Egal ob Bar, Club oder Striptease-Showbetreiber, auf St. Pauli sind gerade alle bedrückt. Die Gastronomie in Hamburg wird zwar gelockert, aber auf St. Pauli, da spricht keiner von. Das finde ich echt traurig. Wir reden hier nicht über eine Kontoüberziehung, Dispositionskredit aufnehmen oder so, sondern das geht in die Hunderttausende. Ne? Und solche Beträge sind selbst bei laufendem Betrieb nicht zurückzuzahlen. Und deshalb verlangen wir jetzt von der Politik endlich mal eine klare Ansage. Keiner wird das überleben können. Ne? Also das ist auf jeden Fall klar. Wir sind Kulturbetriebe, die keine großen Rücklagen schaffen können, weil alles das, was wir erwirtschaften, stecken wir wieder in Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten, neue Technik, ins Personal. Wir sind dafür da, Freude zu zeigen, voller Laden, alle singen das gleiche Lied, alle tanzen zusammen. Das können wir leisten und das lieben wir auch, das ist unser Ethos. Das ist nicht möglich. Und das ist auch, so wie es aktuell aussieht, lange nicht möglich. Und das wird diese komplette Branche vernichten. Auch Olivia Jones ist pessimistisch, dass diese Saison noch wieder Leben auf dem Kiez sein wird. Sie betreibt 5 Bars und hat über 100 Angestellte. Die Aktion heute eine Herzensangelegenheit. Das war heute wirklich ein Hilferuf an die Politik, dass sie uns nicht vergisst und guckt, dass sie uns über die Krise begleitet. Die DEHOGA sagt, 30% der Kneipen und Bars und Hotels und Restaurants werden sterben. Aber ich glaube, dass es hier auf St. Pauli viel, viel mehr sein könnte. Und davor habe ich größte Angst. Denn das will wirklich keiner. Ein Hamburg ohne den bunten Kiez, ohne die Party auf St. Pauli.